So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda, The Wind Waker. Ich habe uns das Ganze mal etwas verkürzt. Ich bin jetzt schon mit Medoli hier bis zur Terra-Insel, auf der der Terra-Tempel ist, gefahren. Damit wir das Ganze hier jetzt nicht, ne? Zieht sich ja auch. Das sagt der Leuenkönig, schätze ich. Ja, natürlich sagt es der Leuenkönig. Link spricht ja nicht. Medoli, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem furchtbare Monster hausen. Sie haben dem letzten Weisen das Leben geraubt. Befolge also bitte diese Anweisungen. Wenn Link in deiner Nähe ZR drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Aber was ist ZR? Und wenn Link A drückt, dann vertraue ihm und knie dich hin, auf dass er dich tragen kann. Aber was ist... Ach, egal. Ja, es ist okay. Ich werd's schon merken. Du, Link, wenn Medoli an deiner Stelle in dem Tempel nicht mehr, an einer Stelle im Tempel nicht mehr weiterkommt, dann spiele mit dem Taktstock das Musikstück, das du im Turm der Götter erlernt hast. Hast du mich verstanden? Ah, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, mit dem wir die Statue kontrollieren können. Du beschützt Medoli, Link, und Medoli hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg damit haben, dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Ich dachte früher immer, die heißt Melody, was ja eigentlich auch ein schöner Name ist, aber Medoli ist so ein kleines Wort, so ein kleiner Dreh, ist ganz nett gemacht. So, jetzt müssen wir hier vermutlich die Hymne des Terra-Gottes spielen. Heißt es? Ja, heißt so. Moment. Da. Ups. Fast. So. Und das Tor öffnet sich uns. Sehr schön. Das heißt, rein in die Tiefen des Terra-Tempels. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Die Sonate des Puppenspielers war es, richtig. Mit der wir jetzt Medoli kontrollieren können. Da geht's wohl abwärts hinein. Wir machen das. Komm. Und hopp, einfach blind in den Tempel gesprungen. So, was erwartet uns hier? Ah, Moment. Können wir wahrscheinlich... Ja, richtig. So. So funktioniert das. Genau, wir können mit Medoli jetzt eben... Kommst du mit? Kommst du nicht mit? Warum? Warum? Medoli, warum? So, aua. Aua. Hallo, Link. Kletterst du da bitte hoch? Dankeschön, Link. Dankeschön. Upsa. Ich muss mich auch entschuldigen, dass in letzter Zeit die Folgen relativ unregelmäßig kommen. Also ich bemühe mich ja ein Video am Tag. So, warte mal ganz kurz. Ich muss hier mal anscheinend Gegner beseitigen. Ich versuche ja, also ein Video am Tag ist Pflicht, aber wenn dann zwei Projekte am Laufen sind, dann muss man auch mal eins ein bisschen benachteiligen. Da im Moment ja ganz offensichtlich das Interesse an Last Day of June, was für die, die das in Zukunft gucken, gerade parallel läuft. Beziehungsweise, dass ich parallel mit diesem Spiel hier jetzt playe. Da das Interesse im Moment ein bisschen größer dran ist, habe ich das jetzt erstmal komplett fertig aufgenommen. Und jetzt komme ich auch wieder dazu. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber cool, dann nehmen wir jetzt die Lanze mit. Habe ich das jetzt fertig aufgenommen und jetzt werde ich erstmal Wind Waker fertig aufnehmen, bevor ich irgendwie schaue, ob wir noch was dann das nächste Projekt sein wird. Wo ich ja sowieso am gucken bin, weil ich persönlich, ich bin ja ein großer Retro-Freund, ne? Ich liebe Retro-Spiele. Oh, das war's schon. Aber natürlich ist es dann auch immer ein bisschen demotivierend. Klar, die Zuschauerschaft für Retro-Spiele ist jetzt nicht gigantisch, ne? Dem sollte man sich bewusst sein. Ich mach das ja auch nicht. Link,
Ich fühle mich zwar etwas unsicher dabei, aber ich werde mein Bestes geben und aus voller Kraft fliegen. Ja, mit dem Taktstock, okay. Ich mache das jetzt nicht wegen den Klicks oder so, aber wenn man dann halt sich den Allerwertesten... Kann ich dich einfach so... Moment. Mit dem Taktstock, wie? Ach so, ich kann ja... Moment. Mit der Sonate des Puppenspielers. Aber klar, wenn man dann sich den Allerwertesten aufreißt, dass jeden Tag dann zwei Videos kommen und die dann... Upsa. Niemand anguckt. Es ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Es gibt einige Spiele, die ich auf jeden Fall noch auf meinem Kanal haben will. Da gehören auch Retro-Spiele dazu. Hätte ich da jetzt Link mitnehmen müssen? Oder? Sich da Link mitnehmen? Die werde ich auf jeden Fall noch Let's Playen. Da gehört zum Beispiel Ocarina of Time dazu, obwohl ich da wahrscheinlich die 3D-Version, also die 3DS-Version Let's Playen werde. Kann ich? Moment, ich muss ganz kurz schauen, ob ich ja. Ich schätze, da werde ich die 3DS, das funktioniert. Das funktioniert einigermaßen, wenn man richtig abspringt. Es gibt so ein paar Retro-Games, die werden auf jeden Fall kommen. Aber es gibt so viel, was ich unbedingt, da werde ich es auch noch in einem separaten Video drüber sprechen, die ich unbedingt gern auf meinem Kanal hätte, wo ich aber weiß, dass ich auf meinem Kanal im Moment die Zuschauerschaft dazu nicht habe. Da gehört zum Beispiel die, hier Illusion of Time, beziehungsweise, ja, Illusion of Gaia, wie es im Englischen heißt. Oder Terranigma, wisst ihr sowas eben. Das sind Spiele, die ich unbedingt gerne auf meinem Kanal hätte, die aber die meisten wahrscheinlich leider nicht interessieren, die ich dann aber trotzdem parallel irgendwann vielleicht... Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung! Ich bin schon so ein kleines Genie. Das habe ich gut gemacht. Nee, da muss ich mal schauen. Das ist jetzt auch... Das liegt noch in der Zukunft. Hallo, warum fliegst du nicht? Ach so, ich muss... Na. Okay, ich habe es verstanden. I got this, no worries. Medulli steht halt drauf, sich von Klippen zu stürzen. So, dann machen wir erstmal hier einen Zwischenstopp. Zack. Und dann fliegen wir hier rüber. Und dann müsste das Tor ja auch aufgehen. Hallo, gehst du da drauf? Danke. So, und du bleibst jetzt auch offen, ne? Gut. Gut. Dann können wir ja zu Link zurück. Und einmal genug hier off-topic gequatscht. Ich mag das ja eigentlich nicht so, wenn man in Let's Plays über... Gut, über aktuelle Geschehnisse, ja, aber... jetzt über sowas... Wenn ich jetzt hier... Über den momentanen Stand meines... Was zum Geier? What is... Komm, ich werde jetzt erstmal die ich bekämpfen kann, aus dem Weg räumen und die anderen vielleicht mit Pfeil und Bogen oder so, muss ich mal ganz kurz ausrüsten. Oder muss ich die vielleicht hier runterlocken? Ist das eine Möglichkeit? Geisterschleime! Spooky. Spooky. Komm mal hierher. Ich rüste trotzdem mal Pfeil und Bogen statt der Fotobox aus. Aber ich werde die mal... Ah, ja. Gut, das hat jetzt... Was... genau gebracht. Was bringt mir das, dass die dann zu Stein werden? Oder zählen die dann als besiegt? Oder kann ich die durch die Gegend werfen? Ich will erstmal alle hier drin haben. Ah! So funktioniert das.
Sehr gut. Und zack. Numero 3. So, jetzt die Frage, muss ich dich, ja, muss ich auf, das war der falsche Knopf, dich aufsprengen, ja, muss ich. Ich habe das Ding nicht getroffen. Das müsste funktionieren. Bumm. Wie kriege ich dich auf? Ah, da muss ich, ich glaube, ich weiß es. Die kriegen wir noch nicht auf. Aber ich weiß, nein, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hoch, Link. Ich weiß, wie wir die in Zukunft aufkriegen werden. So, du, meine Liebe, kommst jetzt aber mal mit. In die Tiefen. Das erinnert hier ja auch schon sehr stark an den, wie heißt der, der... Habe ich einen Schlüssel? Hallo? Erinnert sehr stark. Ich kann mein Schwert nicht benutzen. Okay, hier drin können wir unser Schwert nicht benutzen. Gut, dass wir das geklärt haben. Erinnert sehr stark an den Wüstentempel aus Ocarina of Time. Habe ich schon irgendwo einen Schlüssel verpasst? Oder... Ist da irgendwas? Kann ich das vielleicht... Ah ja, kann ich tatsächlich. Allerdings nur ganz kurz. Und... Es scheint uns ja auch nicht... Ah, guck mal. Da habe ich was zum drauf... Ups, das war nicht gut. Zum draufhämmern. Zack! So funktioniert das. So, komm mal her. Ups. Erstmal voll aufgeschlitzt. Zack, tot. Moment, das funktioniert jetzt schon? Ich dachte, wir kriegen hier den Spiegelschild. Moment, dann kann ich auch die Schatzkiste hier holen. Ich wusste nicht, dass... guck mal hierher. Nein. Nein, du sollst... kann ich dich auch irgendwie... Okay, nee, dann müssen wir es mit dem Lied machen. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen verrafft bin, aber... Erste Wind Waker-Aufnahme seit langem. Ich kann das auch so gezielt machen. Sehr gut. Das war mir auch nicht mehr in Erinnerung. Irgendwie, den Tempel hier habe ich irgendwie komplett verdrängt. Ich habe zu dem Tempel, ich erinnere mich an den Bossgegner. Ich weiß, was der Bossgegner ist. Und ich dachte zu wissen, was das Dungeon-Item ist. Weiß ich ja aber anscheinend nicht. Ich hätte schwören können, wir kriegen hier den Spiegelschild. Hier kriegen wir auf jeden Fall die Karte. Das hilft mir auf jeden Fall ungemein. Euch eher weniger, weil ihr die Karte ja nicht seht. Ich habe ein Privileg. So, aber dann können wir ja... Oder brauche ich... Kriegen wir hier doch den... Ich bin mir gerade etwas unsicher, dass wir die gleichzeitig anleuchten müssen, die Augen, weil ich... Also, dass wir die Augen anleuchten müssen, sollte hier ja... Upsa. Relativ obvious sein. Sehr offensichtlich. Okay, die müssen wir tatsächlich... Oder? Ja, die müssen wir beide gleichzeitig anleuchten. Dann bekommen wir vielleicht doch den Spiegelschild. Dann habe ich jetzt gespoilert. Entschuldigung, wollte ich nicht. Wupsi-dupsi. So, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen weiter um. Ah, ja, ich erinnere mich. Ah, nee, ihr seid das noch gar nicht, an die ich mich zu erinnern meinte. Oh, ich habe den Bogen schon ausgerüstet. Hallo.
Autofokus. Lock on. Hallo, du sollst... Lock on. Wofür gibt es diese Funktion in einem Spiel, wenn sie nicht funktioniert? So, da ist nichts drin in den Särgen. Ach, das... Richtig, das hier ist auch der Dungeon, wo ich nochmal explizit darauf hinweisen möchte, dieses Spiel ist ab 6. Und die Comic-Grafik, die macht da einiges nicht zwangsläufig besser. So, hier können wir etwas Licht ins Dunkel bringen. Ja, ach, ach, es sieht so aus, als könnte ich Licht mit meinem Instrument hier. Ist uns auch gar nicht aufgefallen. Erzähl mir mehr darüber. Erzähl mir mehr. Was du nicht sagst. Gibt es hier noch irgendwas, was ich anstrahlen kann? Nein. Gut, dann schnappe ich jetzt erstmal die Schatzkiste. Und dann sieht es so aus, als ob wir die gute Medulli da drüben auf dem Schalter platzieren müssten. Wir bekommen einen kleinen Schlüssel. Sehr schön. Oh. So, dich werde ich mal ganz kurz aus dem Weg räumen. Und dann kann ich dich ja einfach auf dem Schalter richtig ablegen. Wundervoll. Ah, hier brauchen wir sie aber. Nicht ganz so wundervoll. Hab ich hier irgendwas? Was ich? Wo bist du hin? Da drüben. Auf den Schalter tun könnte. Nein, habe ich nicht. Gut, dann komm mal mit. Wir gehen hier raus. Ich mag die Dungeon Master nicht. Mir auch relativ viele verschiedene Namen, wenn ich das richtig weiß. Floor Master heißen sie, glaube ich. Aber es gibt ja die Hände, die von oben kommen und es gibt die, die aus dem Boden kommen. Und ich sehe da schon was. An den Raum erinnere ich mich, weil der als Kind ziemlich fies war. Oder war das, weil... Oh, habt ihr das gesehen? Skill Daro! Sagt er und traf nichts. Oh, so viel... Loot, 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 Loot. Loot! Loot, nein, nicht despawn. Loot, nicht despawn. Oh, wo kommst du denn her? Geisterschleim. Bleib mal da drin. Ich muss ganz kurz hier für etwas Licht sorgen. Indem wir einfach das Fenster aufbrennen. So, dann können wir ja... Da, da. Ach, ich hätte... Natürlich hätte ich das auch. Ich hätte ja auch einfach ins Licht locken können. Da hätte ich jetzt nicht extra darüber wechseln müssen. Aber jetzt können wir die ja einfach hier, zack, ganz liebevoll da drauf platzieren, dass sie nicht kaputt gehen. Und sie öffnen uns den nächsten Weg. Komm mal mit! Noch mehr davon! Ich wollte gerade die voll... Ich hab's geschafft. Aber warum... Muss ich jetzt... Ah! Ah, so. Zum Glück kommen die jetzt aber nicht da hoch. Dann kann ich doch abmoderieren. Gut, Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, ihr wisst Bescheid. Däumchen nach oben, würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.